So. So. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, meine lieben Freunde, was ist diese Woche nicht wieder heiß? Ja, Freunde, was ist diese Woche passiert? Ziemlich viel, ziemlich heiß. Ziemlich viele Videos rauskommen. Wollen wir mal eins nach dem anderen. Natürlich ist das härteste Pflaster das, was euch am meisten interessiert hat. 50.000 Likes, 4.000 Mal geteilt. Mit dem Foto von unserem guten Fotografen Dennis Ignatow. Happy Birthday, mein Lieber. Das Foto ist entstanden, ich rede gerade von dem Xatar-Post, Entschuldigung. Das Foto ist entstanden bei dem Verhörvideo, das große Verhör, Was los, speziell damals. Erste überhaupt Folge damals mit Xatar direkt aus dem Knast. Dieses Posting hat euch sehr interessiert, wie ich sehe. Ja. Mein juristischer Maulkorb ist weg, schreibt Xatar, und ich nehme jetzt mal Stellung. Es ist viel, es ist Blut geflossen, es wurde beleidigt, gedisst, geschossen und gestochen in der letzten Zeit. Es gab Verhaftungen und Verrat. Es gab eine Flucht und das alles ist passiert seit dem Release von Coop. Alles Weitere könnt ihr natürlich auf seiner Facebook-Seite lesen, die Zusammenfassung auch gerne auf hiphop.de und auch Reaktionen von Deutschrap. Darauf wollte ich, auf diese News gehe ich sofort ein. Ich schaue eben hier nochmal, genau. Xatar hat sich geäußert, ja, seit langer Zeit. Viele Fragen waren offen, viele Fragen waren im Raum. Er hat sich zu einigen Sachen geäußert. Einige Sachen, denke ich, sind noch offen. Aber die Hauptsache ist, die Hauptsache wurde geklärt, es wird kein Diss-Track geben. Xatar hat sozusagen ein Friedensangebot angeboten. Und ja, kurz, knapp, ein Tag, glaube ich. Ein Tag danach ist KC darauf eingegangen und wie ich finde, sehr gut. Also ordentlich. Der hat den Diss-Track runtergenommen. Er schreibt, ihr könnt es lesen, er schreibt, dass er auch gar keine Lust mehr auf diese Sachen hat. Energie, negative Energie und so weiter. Das Ganze, die Brisanz dieser Sache ist natürlich, weil wir hier einen doppelten Stress sozusagen haben. Wir haben ja nicht nur Deutschrap, wir haben jetzt nicht ganz normalen Beef zwischen zwei Rappern. Natürlich, die Hip-Hop-Community ist gestresst, ist gespalten, ja, Xatar hier, KC-Anhänger hier. Dann hast du aber auch die kurdische Community, ja, die beiden, Herkunft Kurdistan, Turban, Herkunft, da gibt es natürlich die kurdische Community, war auch sehr gespalten, wenn man das mal beobachtet hat in den Kommentaren und so, Da gab es halt auch deswegen doppelte Belastung hier an dieser Stelle. Der Beef war auch ein bisschen brisant geworden, weil es halt auch nicht nur musikalisch war, sondern da auch viel passiert ist. Darauf will ich jetzt nicht so krass eingehen, weil viel ist natürlich im Spekulationsraum und vor allem war es in den normalen Medien auch drin. Es war von Schießereien die Rede, von... ihr wisst es, ne? Von Kaution, dies, das. Letzten Endes, Freunde, habt ihr das erwartet? Sagt mal ehrlich, habt ihr das erwartet, dass jemand wie Xatar dann auch so, sagen wir mal so, auch machen kann, so reagieren kann? Ich habe gelesen, also die allermeisten, das muss man festhalten, sind ja doch klar im Kopf, ja? Die allermeisten schreiben Frieden, sehr gute Sache, Punkt. Jetzt kann man weiter gucken. Viele wünschen sich auch gemeinsame Arbeit. Ja, was ich überhaupt nicht verwerflich finde. Ich finde, hier ist nichts... Also, ich finde, das sind zwei Typen, die vielleicht sind sie ein bisschen dickköpfig gewesen. Oder man sind starke Egos. Sowieso. Hey, man, wir sind im Deutschrap. Jeder ist Don King. Jeder ist Mike Tyson. So. Filmschieber. Stani. Aber warum sollten die nicht in Zukunft auch zusammenarbeiten? Vielleicht kein Song, aber vielleicht in einem dieser Projekte, wo man hilft. Das ist jetzt mal beiseite. Erstmal das Wichtigste ist, der Beef ist ad acta. Man kann jetzt sagen, Friedensangebot ist da, es wurde angenommen. Deutschrap-Reaktionen könnte ich euch jetzt vorlesen, aber ihr kommt auf hiphop.de auch sehen. Capo hat sich gemeldet, Capo hat geschrieben stabil. Eno Nachwuchs hat geschrieben stabil. Selbst DJ Tomek, ja. Nummer 1, Jump, Jump. DJ Tomek, komm.
Grüße an dich, Bro. Hat auch was geschrieben. Auch unterm Khatar-Posting. Auch persönliche Worte von eine Menge Leuten. Auch Suna hat geschrieben und so weiter. Ja. Ne, paar vielleicht haben jetzt, schreibt mir doch gerne in den Comments, falls irgendein Rapper was dazu geschrieben hat und ich das verpasst habe. Aber das ist jetzt erstmal auch alles egal. Wichtig ist, das Ding ist, wir können jetzt erstmal, wir wissen jetzt erstmal, Punkt, es wird kein Diss-Track kommen. So weit, so gut. Natürlich bleiben ein paar Fragen offen. Die Brisanz war auch natürlich, das ganze Ding hat sich ja auch lange gezogen. Ne? Es ist jetzt auch langsam gut. Die allermeisten auf meiner Facebook-Seite, ich habe euch ja nach eurer Meinung gefragt, begrüßen auch die Entscheidung. Ja? Viele sind natürlich auch enttäuscht. Ja, wo bleibt Diss Track? Kann ich auch verstehen. Ja? Man darf jetzt auch da nicht einen aufmachen. Hetzer, warum willst du Diss Track? Ja, Dicker. Ne? Wir sind ja nicht im Yoga. Das ist schon immer noch Rap. Ein Diss Track hätte uns wahrscheinlich auch alle irgendwo auch gefreut. Da muss man nicht rumlügen. Muss man nicht so tun, als ob das nicht stimmt. Ja, irgendwo Diss-Track-Sensation gucken, ah, was sagt der, nice. Aber das Ding jetzt hier von den beiden schockt mehr, finde ich. Ja, klar, Diss-Track ist erwartbar, das schockt. Und ich bin gespannt, was da jetzt in Zukunft kommt. Ist krass, die haben gezeigt. Ich habe das ja auch beobachtet. Viele von euch waren auch einfach sauer, weil ihr Fans von beiden seid, ja. Und einfach abgefuckt seid, dass die beiden sich stressen. So, ne? Ja, Freunde, ich will das ganze Ding mal, das Thema, kurz beenden mit einem sehr schönen Satz aus der Fußballszene. Ja? In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Ganz klar. Ja? Wir sind Hip-Hop, wir sind Community. Wir können uns streiten, wir können uns anwiefen, ne? Dies, das. Aber in der Sache sind wir ja doch alle zusammen. Und deswegen, vergiss das nicht. Auch, dass ich das sage, ist natürlich auch ein Zeugnis dafür, dass unsere Szene immer jünger wird, weil mir auch immer Leute schreiben, so Sachen konfrontieren, da denke ich mir mal so, okay, worüber reden wir hier? Aber okay, die Szene wird auch, sind nicht alle Leute 100 Jahre dabei und kennen sich aus. Viele Leute sind jung, kommen neu dazu und fragen sich, wie was geht denn da jetzt ab? Ja, so, das ist der Punkt. Das war wohl das Wichtigste so diese Woche. Ich glaube, das hat euch am meisten interessiert. Bitte schreibt mir eure Kommentare, was da abgeht, was bei euch abgeht. Ich kann nur abschließend sagen, Casey hat dieses Jahr ein mega Album hingelegt, Abstand. Ja, wirklich ein krasses Album. Und ich kann mir nur wünschen, oder es liegt wahrscheinlich auch in unser aller Interesse, dass Khatar demnächst halt auch mal wieder musikalisch zurückkommt. Ein schönes Album. Ja. Und dann ist auch gut. Ja. Nice. Wer weiß, Freunde, vielleicht hat diese ganze Scheiße führt auch noch vielleicht zu was Gutem. Vielleicht sehen wir uns alle nochmal wieder. Khatar, KC, die Lager. Vielleicht können die demnächst zusammenkommen. Ein super schönes Ding machen für, keine Ahnung, für ein der Projekte Kinder in Not. Kinder in Gefahr, das ist ja die Geschichte von Khatar jetzt. Oder ein anderes Projekt, wer weiß. Vielleicht können wir die Bad Energy sozusagen Wing Chun mäßig aufnehmen und die gut verarbeiten. Ja, Freunde, kommen wir mal zu erfreulicheren Dingen. Obwohl, das war ja auch erfreulich. Ja, das war ja auch erfreulich. Es war nur... Um der Situation ein Gesicht zu geben. Ja, nein, das war ja auch erfreulich. Nein. Kommen wir mal zu... News, ja. Kushhunter ist am Start, ja. Der gute Plussi, Plusmacher, Kopfticker Crew, hat Plusmacher, hat Kushhunter Release, gab es ein schönes Interview mit Aria, zieht euch rein. Dann hat Suna, ja, mit den Kollegen Miami Yesin einen Track veröffentlicht, wo Yesin mal einen schönen Part zeigt, auch ohne Autotune. Mit der goldenen Platte von Miami Yesin für Kokaina. Und ja, ich muss sagen, Respekt, klar, er ist Gold gegangen mit der ersten Single. Hat so gut wie noch nie jemand vor ihm geschafft, will ich mal so behaupten. Ja, Crow mit Easy, wenn man das so zählen will. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube, das war erst Free Release, dann später wurde das dann doch verkauft, ist dann wahrscheinlich auch Gold gegangen. So,
Aber ja, ja. Also das dazu, nices Video. Bei dir läuft mies, mies. War schon schön. Also ich feier den Sound auch. Ich bin gespannt. Ja, Free AZ an dieser Stelle. Bin gespannt, was mit den Jungs geht. Miami Essen kündigt hier auf der Seite auch an, im FZW, ja, in der Heimat, in Dortmund, ein schönes Konzert nochmal zum Abschluss zu machen, bevor neue Albumproduktion geht. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht bin ich zeitlich auch am Start. Bin ich mal gespannt, ob das alles auch so funktioniert. Ja, weil da wurde ja auch viel im Hintergrund geredet. Sunas Tour wurde abgesagt. Was heißt abgesagt? Die haben gesagt, die haben es verschoben auf Ende des Jahres, aber es ist KMN-Tour. Dann gab es viel Gerede im Hintergrund. Es gab ein bisschen so dieses bisschen Spannungen. Auftrittsverbote wurden ausgesprochen und so. Daher bin ich gespannt. Aber ja, ich bin da. Ich bin da vielleicht nachher noch alleine da. Nein. Ich bin da. So, was ist diese Woche abgegangen, Freunde? Ja, Contra K mit einem miesen Video. Ja, Shao Casado, die waren zusammen in Russia, glaube ich. Ja? Russian. Die waren in Russia. Dafür gab es auch massig Props vom King of Rap Kool Savas für Contras. Ich kann euch nur empfehlen, zieht euch Contra rein, zieht euch das Video rein, aber zieht euch den Track rein. Also da wird du kannst es sein, einer von den 80 Millionen. Ja, zieht euch rein, nice. Bushido macht Schlagzeilen, diesmal gute, positive. Nachdem er ja auch in den Mainstream-Medien wieder mit was drin war, ist er jetzt mit seiner Ankündigung zum neuen Album wieder am Start. Und zwar direkt in den YouTube-Trends, wie ich lesen kann. Mit einfach einer Informationsankündigung. Ich als, ihr wisst, Freunde, ich bin ja aus der Zeit, wo CCN noch etwas Wichtiges war. Viele von euch haben vielleicht vergessen, aber CCN, Bushido hat angekündigt, CCN, Sonny Black Frank White zu re-releasen auf Vinyl. Wird eine schöne Sache. Das ist besonders für die alten Fans eine schöne Sache. Also ich finde, ich meine, letztes hat einer geschrieben, ich habe doch gar keinen Plattenspieler. Das fand ich irgendwie voll süß, ey. Ja, weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also ganz ehrlich, selbst ich als DJ habe die Platten nur noch einfach, weil sie schön aussehen. Ich bin ja mit dem Laptop unterwegs. Ihr wisst es ja, wer mich schon mal im Club gesehen hat. Aber ich finde es irgendwie trotzdem cool. Weiß ich auch nicht. Das ist dieses Oldschool-Ding, dieses etwas in der Hand halten mäßige, so weißt du. Dann UFO 361. Ich bin ein Berliner. Ihr wisst, ich bin großer UFO-Fan. Ja, das kann man. Wer ist nicht UFO-Fan? Also ganz ehrlich, nein, ich feiere den Jungen echt krass einfach, Alter. Ich finde ihn so lustig einfach. Und Mr. T. Ja, Mr. T. Neues Ding. Zieht euch rein. Ich bin 3 Berliner, ist am Start. Demnächst werde ich mich auch nochmal mit ihm treffen. Es wird eine miese Was-Los-Folge geben. Ich hoffe, es wird auch eine nice Was-Los-Folge geben mit Contra K. Da bin ich demnächst beim Pre-Listening und ziehe mir sein Album rein. Darauf freue ich mich schon. Und ja, ich freue mich auch auf Sunas Release. Wurde jetzt leider verschoben. Bin mal gespannt, was da kommt. Ja. Freunde, ich kann nur empfehlen, wenn ihr was zu lachen haben wollt zwischendurch, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt und ihr wollt lachen, folgt einfach UFO auf Snapchat. Auch immer gut. Man kann auch Bones bei Instagram folgen. Ist auch immer eine unterhaltungswerte Geschichte. Dann, natürlich könnt ihr mir auch folgen, aber sag mal, eine Frage an euch. Benutzt ihr Snapchat in den letzten 2-3 Monaten auch immer weniger wegen Insta-Story? Weil ist bei mir so. Ich merke das bei mir. Weniger gucken bei mir die Snap-Sachen und immer mehr gucken die Insta-Story-Sachen bei mir. Deswegen bin ich da jetzt auch mehr da drauf gegangen, ja. Dann möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, wenn ihr das guckt, ist wahrscheinlich Sonntag. Dann habe ich vorgestern getroffen einen sehr talentierten, ich bin wirklich großer Fan und ich möchte mich an dieser Stelle persönlich bei Capo bedanken, dass du uns diesen Jungen gefunden hast. Ich glaube so, ich will jetzt keinen Scheiß labern, aber Capo hat ihn, glaube ich, so, in Anführungszeichen, ohne vermessen zu sein, entdeckt oder gefördert, sag mal so. Ich will jetzt nicht, naja, kommt jetzt einer um die Ecke, sag, ich hab entdeckt, da kann ich dir nicht, dann wieder einer, Rose, du recherchierst dich richtig. Also Capo, Dankeschön, dass du ihn gefunden hast.
Die Rede ist natürlich vom unfassbar talentierten Bowser, der Endgegner bei Mario, ihr wisst. Im Ernst jetzt, ich mache jetzt Real Talk, ohne unnötiges Waffengelaber. Bowser ist ein sehr, sehr talentierter Typ. Natürlich ist das auch immer Geschmackssache und so. Und ich verstehe auch, wenn der eine oder andere sagt, ich mag keinen Gesang, ich mag lieber harten Triple Trap Rap. Ist okay, ist ja kein Ding. Aber gebt euch die Sache. Ich habe eine Was-Los-Folge mit ihm gemacht, wo er auch halt wirklich am Klavier ist, singt, rappt, mappt. Gebt euch das auf Lunge. Jetzt kommen noch Fanfragen mit ihm und noch ein schönes Video, wo er was a cappella, also unplugged am Klavier gespielt hat. So, dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, geht auf hiphop.de und macht mal, teste dein Wissen, bist du cool Savage-Experte. Ich habe es gemacht, ich habe natürlich 100%. Natürlich. Paar Leute haben es ja gemacht. Gerne auch Screenshot in die Comments. Und schreibt mir in die Kommentare, wen wir da nochmal machen sollen. Wir machen jetzt so ganz viel so diese Quiz. Teste dein Wissen. Bist du die Stars und so weiter Experte? Gibt uns doch mal deinen Hinweis, wen wir da als nächstes machen sollen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, es gab eine sehr schöne Audio Blut und Kasse featuring Bones MC. Assi, wer Blut und Kasse nicht kennt, ja, Freunde, da hast du hinterm Mond gepennt. Mein Homeboy Aria ist jetzt gerade aktuell in diesem Augenblick, wo ich das aufnehme, ist er in Düsseldorf bei einem Videodreh und beobachtet BK. Da kommt auf jeden Fall, denke ich mal, ein mieser Vlog dabei raus. Ist ein sehr schönes Audio, haben wir hier auf hiphop.de für dich verlinkt, check das aus. Und dann gab es noch, zum Schluss will ich euch noch eine Sache mitgeben. Es gab ein Gerücht, was Rap-Fans von Kodo und Majo sehr wichtig sein dürfte. Denn, ja, Kodo hat geschrieben, Kodo hat Majo gratuliert für die 1. Erstmal an dieser Stelle auch nochmal Gratulation hier per Video. Ja, ich habe es dir ja schon gesagt, Majo, mein Lieber, dreimal auf die 1. Das kann man dir so leicht nicht nehmen, Alter. Egal, was die Hater sagen, scheiß drauf. Das ist schon gut gemacht, Alter. Ich finde auch das musikalisch das beste Album von Majo. Aber das wisst ihr, habe ich ja schon in der Was-Los-Folge vor 2 Monaten haben wir uns ja getroffen. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Ihr habt ja mittlerweile ein paar Singles gehört. Also da geht dem einen oder anderen Hater auch die Argumentation aus. Aber erfreulich ist natürlich, dass eventuell Kodo und Majo an einem Kollabo arbeiten. Das könnte sein, weil Kodo geschrieben hat, ja, jetzt zum Glückwunsch für die 1, aber das wird nicht der letzte sein dieses Jahr. Was denkt ihr, was es ist? Vielleicht auch ein Sampler von den Jungs? Banger Music Sampler? Das ist das Banger Imperium. Ja, mäßig, also sowas. Flair, Grüße an dich. Flair ist auf Tour. Ich kann nur sagen, ich habe Flair besucht auf Tour in Berlin. Er macht eine sehr schöne Tour, besucht ihn. Es wird die Tage noch ein schönes Flair-Interview kommen. Also wenn wir uns treffen. Ja, Freunde, das war es jetzt erstmal für die neuen Ruse News. Ja, das war es erstmal für Ruse News, Freunde. Diese Woche in Deutschrap, Alter, viel passiert. Eure Meinung ist gefragt, hiphop.de, da könnt ihr gerne alles nachschlagen auch zu dem ganzen Quatsch, wo ich hier meinen Senf wieder dazu gegeben habe, Freunde. Gerne. Freue mich auf eure Kommentare. Bitte bleibt sachlich. Ich kann nur das wiederholen, was Casey auch gesagt hat. Ich bitte auch die Communities, die Friedensangebote da soweit auch zu akzeptieren und auch jetzt nicht auf Sachen einzugehen und zu schreiben, hier Lappen, zurückziehen und so ein Scheiß. Vergiss das einfach. Lass uns auf gute Mucke freuen. Dieses Jahr kommt sehr viel gute Mucke. Ja. JBG3 ist im Anmarsch. Ja. Vielleicht auch was von Rata. Soweit erstmal so gut, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Channel hiphop.de. Like das Video. Ich bin raus, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und das sind nochmal die generellen, wie sagt man das so schön am Ende? Gangzeichen.
Damit du weißt, das hier ist keine Yoga-Stunde hier. Das ist Deutschrap. Und da, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Westside! Mies, bei dir läuft mies. Gangzeichen, Freunde, wir sind raus.